Fabio Celestini will weiterhin positiven Fußball spielen lassen. Vor allem aber will er heute eine Mannschaft auf dem Platz sehen. Ein Team, das 95 Minuten alles gibt. Und ihn irgendwie unter Kontrolle halten kann. Arthur Cabral hat diese Woche ein Aufgebot für die brasilianische Nationalmannschaft erhalten. 5 neue in der Startformation beim FCB nach dem Auftritt in der Conference League gegen Almaty. Bei Luzern spielt Schulz für Greta. Die Gäste in Weiß legen schon nach wenigen Sekunden offen, wo im Moment ein Hauptproblem liegt. Čumić kommt nach dem Fehler von Belmar nicht einmal zu einem Torschuss. Ein Stürmer mit viel Selbstvertrauen hätte aus einer solchen Offerte deutlich mehr herausgeholt. Wie es sich mit breiter Brust lebt, ist dann 5 Minuten später zu sehen. Rot-Blau will die Fahrtrichtung sofort vorgeben. Šekrova auf Arthur Cabral, beflügelt durch die Seleção-Selektion, serviert Cabral den 20.800 Fans den ersten filigranen Moment. 65% Ballbesitz für Basel, aber wenig prickelnde Momente in der Folge. Dem FCB-Spiel fehlt es oft an Tiefe. Dieser Angriff, die Ausnahme, Cabral nach wie vor eng markiert. 19 Gegentore haben die Luzerner bereits einstecken müssen. Bisher funktioniert der Defensivverbund von Fabio Celestini. Im Spiel nach vorne allerdings haben die Gäste herzlich wenig anzubieten. Kaum Ballstaffetten in der gegnerischen Platzhälfte. Und wenn es eine Abschlussmöglichkeit gibt, dann wird es auch nicht wirklich gefährlich. Siedler hat sich versucht. Es ist keine große Partie bisher, weil die großen Momente fehlen. Die Beppi Willig, auch spielfreudig. Šekrova. Frei, Šekrova. Tolle Rettungstat von Marvin Schulz. Der erledigt seinen Job als Außenverteidiger überzeugend. Die anschließenden Diskussionen nicht matchentscheidend. Schnell vorgetragen dieser Angriff, die Luzerner Abwehr, sattelfest. Eckball FCB. Die Basler sind die Standardkönige der Liga und Cabral ist der König der Lüfte. Ihre Majestät noch nicht erfolgreich, gleichwohl ist der Mann begehrt. Die wenigen Offensivbemühungen der Gäste versanden wirkungslos. Börcher und Co. haben alles im Griff. Hier allerdings ein Flüchtigkeitsfehler. Schulz hartnäckig, Campo mit Übersicht und dann Ugrinic. Top-Chance für die Leuchtenstädter. Heinz Lindner ist gefordert. Und wie? Der FCL macht in dieser Szene alles richtig, zeigt Biss und Entschlossenheit. Ugrinic eben noch beim Abschluss, jetzt Flankengeber. Für Marco Burch. Wow, was ist jetzt los? Der FC Luzern versucht sich in einer neuen Disziplin, die da heißt Chancenbucher. Optimale Flanke, dynamischer Kopfball, aber im Kasten der Basler steht mit Heinz Lindner ein richtig guter Torwart. Diskussionen sind beim FCB definitiv nicht angebracht. Die Partie, lange zäh, bekommt plötzlich Pep, liegt vor allem an den Luzernern. Schulz mit der nächsten Prüfung für Lindner. 3 Chancen in Serie für den FCL. Die letzte Aktion vor der Pause gehört dann aber dem Heimteam. Šekrova umtriebig, aber auch eigensinnig. Es bleibt beim 0:0 zur Pause. Die Feinjustierung, die Celestini vorgenommen hat, die fruchtet. Gelungene erste Halbzeit für sein Team. Der FC Luzern hat sichtlich Mumm getankt in den ersten 45 Minuten und startet nach dem Seitenwechsel mutig. Tavares, Lux, Čumić den Ball ab. Jetzt das Umschaltspiel der Basler. Šekrova. Cabral. Apralovase, Šekrova kommt nicht mehr an den Ball heran, weil die Luzerner konzentriert und leidenschaftlich verteidigen. Bestnote für Burch, der hier vollen Einsatz zeigt. Die Partie jetzt ausgeglichen. Und für viele überraschend agiert der FCL auf Augenhöhe. Nicht nur die Abwehrarbeit ist überzeugend, auch das Angriffsspiel durchaus schnittig. Tazar für Čumić ins Spiel gekommen.
Scheitert an Lindner. Varol Tasa top. Heinz Lindner überragend. Flugwetter im Jockeli. Und gleich noch einmal der Gast aus der Zentralschweiz. Das ist Celestini-Fußball. Gepflegt, schnell, direkt. Wehrmann, Lindner, geschlagen, doch jetzt rettet die Latte. Was ist das für eine Partie? Die Luzerner müssten sich längst belohnen für einen beherzten Auftritt. Die Basler nach wie vor mit viel Ballbesitz. Der FCB schafft es aber kaum in die gefährliche Zone. Schömmert darum mit dem Versuch aus der zweiten Reihe. Vasic rettet, der Ball bleibt heiß, Esposito wuselt, Stocker duselt den Ball irgendwie über die Linie. Luzern verschleudert die besten Chancen und der FC Basel brilliert wieder einmal in seiner Paradedisziplin der Effizienz. Doch halt, Alessandro Dudic hat Volkezwil im Ohr. Es stellt sich die Frage, ob der Ball eventuell im Aus gewesen ist. Wir bemühen die Lupe. 100% Klarheit können wir nicht schaffen. Fakt ist, der Treffer zählt. Was für ein bitterer Nachmittag für die Gäste. Toll gespielt, aber null Ertrag. Wehrmann erkämpft sich den Ball von lang. Wehrmann führt etwas im Schilde. Wehrmann. Ausgleich! Jetzt kann auch der tapfere Heinz Lindner nichts mehr ausrichten. Luzern stellt auf 1:1. Hochverdient. Wieder ein Treffer für die Zentralschweizer in der Schlussviertelstunde. Kein anderes Team trifft in diesem Abschnitt öfter. Unterstreicht die Moral dieser Mannschaft. Gibt es hier sogar 3 Punkte für die sieglosen Luzerner? Noch eine Möglichkeit. Ugrinic verpasst den Matchball. Basel und Luzern trennen sich 1:1. Fabio Celestini hätte mit seinem Team mehr als nur der eine Punkt verdient gehabt. Aber mit dem einen Zähler werden die Luzerner leben können. Patrick Rahmen, 1:1 gegen den FC Luzern. Wie schätzen Sie die Partie heute? Ja, es war extrem schwer. Luzern ist tief gestanden, kompakt, hat Räume sehr gut gemacht. Auch physisch gut geschafft. Wir haben wirklich Mühe gehabt, im 1:1 vorbeikommen, in den Rücken von ihnen reinzukommen, weil sie es einfach sehr gut gemacht haben. Und ja, am Schluss, am Ende, denke ich, ist das 1:1 ein korrektes Resultat. Sie haben am Donnerstag davon geredet, nach der Partie am Donnerstag davon geredet, dass die Ausrichtung in der Mannschaft nicht gestimmt hat zum Schluss von der Partie. Wie hat sie das heute gefunden? Ja, das hat schon gepasst. Das war nicht vergleichbar gewesen. Wir haben wollen und wir haben ja auch wirklich auch investiert und haben viel Ballbesitz gehabt. Und dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein bisschen mehr Risiko genommen. Und dann ist natürlich auch das Umschaltspiel von ihnen möglich gewesen. Und so haben sie natürlich auch noch die ein oder andere Chance geholt. Aber ist auch normal. Wichtig wäre halt nach dem 1:0 das zweite irgendwie versuchen zu suchen. Und das ist uns einfach nicht gelungen. Valentin Schokran hat über das 1:0 geredet, ein riesen Krampf gewesen, um das Goal zu erzielen. Was jetzt beim FC Basel noch mehr braucht, dass man ein zweites Goal können machen? Ja, eben, dass wir halt einfach in den 1:1-Situationen vorbeikommen wären, weil sie haben wirklich die Räume extrem gut zugemacht. Sie haben in den Zweikämpfen sind sie aggressiv gewesen. Haben sicher auch über Positionswechsel versucht, gewisse Sachen zu kreieren, aber am Schluss am Ende hat das auch nicht so viel gebracht. Wir waren fast lieber, und vor allem der erste Halbzeit lieber gewesen, wir wären mehr auf den Positionen geblieben. Es waren fast zu viele Variationen, die uns eher selber ein bisschen aus der Ordnung gebracht haben im Ballbesitz. Aber unter Strich muss ich einfach sagen, Luzern hat das nicht richtig gut gemacht und wir haben es schwer da. Und ist jetzt aber trotzdem ein gutes erstes Quartal gewesen. Man kann sagen, wir haben heute, natürlich hätten wir wollen mit einem Sieg in die Pause hineingehen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt auch ohne Niederlage in das erste Quartal oder in die Pause hinein. Und von dem her wissen wir, es gibt noch einige Sachen zu verbessern. Das haben wir heute auch wieder gesehen. Aber wir sind auf dem rechten Weg. Danke vielmals, Patrick Rahmen. Merci. Danke. Arthur Gabral, herzliche Gratulation zum Aufgebot des brasilianischen Nationalteams. Wo sind Sie, wo Sie von diesem Aufgebot erfahren haben? Primero, muchas felicitaciones de la convocación de la selección. Y dónde estabas cuando escuchaste que estás convocado con la selección? Muchas gracias. Estaba en casa, estaba con mi hijo y me llamaron como las 9 de la noche y
me dijeron que estaba en la selección y estaba en casa y estaba muy, muy feliz. Danke vielmals für den Glückwunsch. Und er ist daheim gesehen, ist gerade mit seinem Kind ein bisschen am Spielen gesehen, ist auch auf die Düne am Oben gesehen und er ist natürlich überhappy gesehen. Jetzt haben wir einfach nicht glauben. Und ja, einfach nur glücklich, happy. Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt kommen wir zu dem Nationalteam, ein Star-Ensemble in Brasilien. Was sind die Ziele von Arthur Cabral in dieser Mannschaft? Nochmal, habe ich nicht verstanden. Was sind die Ziele von ihm in dieser Mannschaft? ¿Cómo puedes pensar ahora vas como un jugador de Basel como Arthur Cabral y vas en un equipo, una selección con muchos stars y qué son los motivos para ti ahí? Puedo pensar que voy a disfrutar mucho estos días que voy a estar con grandes jugadores, con un gran entrenador y seguro voy a aprender mucho y voy a intentar hacer mi mejor todos los días. Klar, ist eine Ehre für ihn natürlich, dass er jetzt mit so grossen Spielern kann dort sein kann. Er wird natürlich auch probieren, sein Bestes zu geben und auch probieren, dort ein bisschen etwas zu rissen natürlich. Ja. Was hat die Familie zu dem Aufgebot gesagt? Wie ist die Freude gewesen, der Familie von ihm? Como era la relación de tu familia cuando escucharon que estás convocado? Mucho, mucho, mucho felices. Eso no era solo un sueño mío, era un sueño de toda mi familia. E quando escutaram, choraram e fizeram festa. E creio que estão fazendo festa até agora. Sie sind natürlich überglücklich gewesen. Bis heute sind sie, glaube ich, immer noch am Festen. Natürlich auch in Freudentränen ausgebrochen. Aber es war immer schon ein Traum gewesen, nicht nur von ihm, sondern auch von der Familie, dass er irgendwann mal in der Nationalmannschaft von Brasilien spielt. Und natürlich sind alle glücklich. Ja. Ich wünsche mir ganz viel Erfolg und viel Spass. Mucho éxito y disfrutar en la selección. Muchas gracias, danke. Dankeschön vielmals, merci. Danke.